Guten Abend, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel Dresdner Eislöwen gegen Krefeld Pinguine mit dem Endstand 2:4 vor 3.628 Zuschauern hier in der Gionex Arena in Dresden. Ich darf wie immer die beiden Trainer bei mir begrüßen, Thomas Propisch von den Krefeld Pinguinen und Niklas Sumplatt, Trainer der Dresdner Eislöwen. Ja, Thomas, willkommen zurück an alter Wirkungsstätte und natürlich auch Glückwunsch zum Sieg. Drei Punkte eingefahren. Was war ausschlaggebend, dass ihr heute hier als Sieger vom Eis geht? Erstmal guten Abend. Ja, ausschlaggebend. Ich glaube, das gerade im ersten Drittel hat Dresden von der Qualität her mehr Chancen sich erarbeitet, gute Struktur gehabt. Da konnten wir uns bei unserem Torhüter bedanken, dass wir im Spiel geblieben sind. Dann haben wir die Überzahlsituation, halten es einfach, liegen 2-0 vorne und ich denke, war vielleicht ein bisschen schmeichelhaft, aber die Mannschaft ist dann im zweiten Drittel, glaube ich, viel besser rausgekommen, hat die einfachen Sachen ein bisschen besser gemacht. Die haben versucht, mehr Scheiben, auch ein besseres Packmanagement zu haben. Und ich denke, dass es uns über weite Strecken auch gelungen ist. Dann ist im letzten Drittel, ich glaube, für beide Mannschaften schwierig gewesen. Da war sehr zerfahren durch die Strafzeiten hin und her. Und deshalb waren viele Spieler oder einige Spieler viel auf dem Eis. Und das hat man dann gemerkt, auch wieder in der Fehlerquote. Hinten raus sind wir wahnsinnig zufrieden. Ich glaube, ausschlaggebend war hinten nochmal Penalty-Killing, was wir da lösen konnten. Und ganz klar natürlich Felix im Tor, der einen riesen Job gemacht hat heute. Danke, Thomas. Niklas, heute hat es nicht gereicht. Auch bei uns ja eine sehr gute Torhüterleistung von Danny, wie auf der anderen Seite von Felix Bick bei den Krefeld Pinguinen. Warum hat es heute nicht gereicht? Ja, erstmal guten Abend und Glückwunsch Thomas und Krefeld zum Sieg heute. Ja, wie gesagt, ich finde, wir auch sehr gut angefangen mit viel Schnelligkeit und wir kreieren viele Torchancen in der Anfangsphase. Da. Dann leider nehmen wir die Strafen und die Momentum auf das Spiel drehen über zum die Krefeld-Richtung. Der hat ein paar sehr starke Spiele da in Überzahl und dann hat er zwei Tore genau gemacht direkt. So, ich glaube, dann kriegen wir die 2-1 und war wichtig, die 2-1. 2-2 kriegen wir auch und dann habe ich gedacht, wir können die Spiele in unsere Richtung drehen und gewinnen das. Aber der Lukas Lesche macht ein gutes individuelle Bewegung da und schießt ein Tor. Sonst habe ich genug Torchancen heute für das Spiel gewinnen, muss ich sagen. Die wird 5 Minuten auf der Ende da Unterzahl gut gemacht und dann leider nicht Überzahl die Tore für uns gemacht. Also, war ein gutes Eishockeyspiel, war schnell, vor allem die meisten Drittel war super schnell, finde ich. Es war hohe Qualität für die DL2-Spiel und für uns mussten wir nur einfach unsere Chancen benutzen und dann vielleicht würde die Ergebnisse ein bisschen anders sehen, aber zum Sagt, Glückwunsch Krefeld zum Sieg. Danke. Danke, Sani. Gibt es Fragen? Dann bitte gerne das Mikrofon nutzen. Enrico Lucco, Dresdner Morgenpost. Sani, wir haben es vor dem Spiel gesprochen, haben gesagt, dass sie Thema Torchancen sozusagen das Problem ist. Jetzt war es genau wieder so. Was muss denn passieren, um diese Dinge einfach mal reinzumachen? Weil ich glaube, wenn man das Torverhältnis, also die Chancenverhältnis sehen würde, dann wird er souverän führen. Ja, genau, so sehe ich es auch. Du musst ein bisschen kaltschnauzig, heißt das auf Deutsch? Du musst ein bisschen, you gotta stay cool. Wenn du kriegst eine Torchance, dann muss man richtig cool bleiben. Und das ist auch mit Torjäger so. Man geht immer in Phasen. Ein paar Mal sind wir heiß, ein paar Mal nicht. Jetzt muss unsere Torjäger heiß bekommen, also wir können mehr Tore machen. Gibt es weitere Fragen? Thomas, wie war es denn für dich, so nach Anführungsstrichen Haus zu kommen? Familie war oben da. Warst du ein bisschen aufgeregt, wenigstens mal? Würde ich das beruhigen, oder? Nein, ich freue mich, wenn ich herkomme. Ich bin dann jetzt zum Eishockey jetzt wieder seit langem das erste Mal wieder hier. Aber ich bin natürlich regelmäßig in Dresden. Also wir haben ja viele Freunde noch hier und sind ja auch gerne hier und wie du schon gesagt hast, Familie ist jetzt auch übers Wochenende hier und von daher ist es nicht, ich bin nicht aufgeregt, aber ich freue mich natürlich unheimlich, dass ich hier bin. So, das ist doch, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Dann lasst uns ganz kurz auf die anderen Partien schauen. Ravensburg schlägt die Lausitzer Füchse mit 3:0. Bad Nauheim schlägt Regensburg mit 5:4. Zwischen
Rosenheim und Landshut entstand 1:0 nach Penaltyschießen das Ganze. Kassel schlägt Selb 4:0. Kaufbeuren schlägt die Eispiraten Kribbelschau 4:1 und Freiburg gegen Weiden entstand 2:1. Ja, für die Krefeld-Pinguine am Sonntag das Heimspiel 15 Uhr gegen die Kassel Huskies. Für die Dresdner Eislöwen geht es zunächst am Sonntag jetzt um 18.30 Uhr in Weiden weiter. Das nächste Heimspiel dann nach der Deutschland-Cup-Pause am 15.11. um 19.30 Uhr gegen die Eispiraten Kribbelschau. Unseren Gästen gute, sichere Heimreise. Vielen Dank fürs Zuschauen.